Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, Frau Schneiderin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte ja eigentlich nicht vor, mich zu diesem Tagesordnungspunkt zu bringen. Aber nachdem Herr Decker und auch andere aus der SPD-Fraktion hier eigentlich in einer Weise polemisch das Ganze aufladen, die völlig unangemessen ist, muss da jetzt doch schon nochmal was gesagt werden. Also Herr Winkel hat doch im Prinzip eine richtige Frage gestellt. Und die ist zwar sowohl im Ausschuss wie auch hier. Und es ist dieselbe Frage, die ich auch gestellt habe, und zwar die nach den Gesamtkosten. Und es ist in der Tat so, wir zahlen eine Kostenmiete, ja, über 30 Jahre. Wir sind auch bereit, das zu tun. Es geht doch gar nicht darum, dass man diese Projekte demontieren will. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wir wollen Transparenz haben. Und selbstverständlich sind wir auch bereit, uns 57 Minuten lang PowerPoint-Präsentationen anzuhören. Nur, wenn die gesamte Länge der Ausschusssitzung für eine Stunde terminiert sind, sind 57 Minuten halt, naja, sagen wir mal, gehen halt von der Diskussionszeit ab. Und das ist ja klar, die wurde dann unbürokratisch verlängert bei der Ausschusssitzung zur USW. Ich war bei der anderen nicht, deshalb weiß ich nicht, wie es da gelaufen ist. Gut, dann ist es ja in Ordnung, aber dann kann man, wenn es um Projekte von so einer Dimension geht, sowas nicht auf eine Stunde terminieren, wenn man genau weiß, dass man knapp eine Stunde erstmal präsentiert, worum es geht. Ja? So, und ich denke, wir haben hier fast allen Fraktionen soweit Klarheit, dass wir diese Projekte verstanden haben, dass wir je nach politischer Prioritätensetzung die auch unterstützen, wobei ich auch sagen muss, bei der Feuer- und Rettungswache Ost, da haben wir in unserer Fraktion durchaus kritisch diskutiert, weil man dieses Vorhaben auch, sagen wir mal, anders hätte umsetzen können, dezentraler hätte umsetzen können, und wir sind da nicht so eindeutig dafür und werden uns dementsprechend heute hier enthalten. Aber niemandem hier geht es darum, etwas zu diskreditieren oder mit irgendwelchen Zahlen zu jonglieren, sondern uns geht es tatsächlich darum, dass wir über die realen Kosten reden, die wir dann letztendlich als Stadt Kassel zu tragen haben werden. Und wenn das Kostenmieten sind, dann ist das was anderes als bei anderen Vorhaben, die die Stadt Kassel selber auf andere Wege organisiert hat. Das wollte ich hier nur noch mal klarstellen. Herr Düsterdick.